Der berühmte Spieleerfinder Klaus Teuber ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Teuber war vor allem für seine Spieleklassiker wie die Siedler von Catan bekannt und wurde von seiner Firma und dem Kosmos Verlag als eine Legende der Spielebranche gewürdigt. Laut einer offiziellen Mitteilung ist Teuber bereits am 1. April 2023 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Teuber erfand 1995 das Spiel Die Siedler von Catan, das bis heute als eines der erfolgreichsten Brettspiele der Welt gilt und auch in der Welt der Computerspiele große Erfolge feierte. Bis zuletzt arbeitete er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie. Teuber erhielt viermal den Deutschen Spielepreis und wurde international auch mit dem französischen Astor für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Kosmos Verlag würdigte Teuber als einen Schöpfer, der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeisterte und mit Catan ein einzigartiges Spieluniversum erschaffen hat. Das Spiel wurde in weit über 40 Ländern erfolgreich vermarktet. Teuber war gelernter Zahntechnikermeister und seit 1999 hauptberuflich als Spielautor tätig. Bereits sein Erstlingswerk Barbarossa wurde 1988 zum Spiel des Jahres gekürt. 1990 und 1991 wurden seine Spiele Adel verpflichtet und drunter und drüber ebenfalls als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2002 gründete Klaus Teuber zusammen mit seinem Sohn Guido Teuber die Firma Catan GmbH und übertrug alle Lizenzrechte an seinen Spielen. Auch sein Sohn Benjamin arbeitet im Familienunternehmen. Die Catan GmbH gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass Klaus Teuber im Alter von 70 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist. Die Familie Teuber bittet darum, ihnen Zeit und Privatsphäre zu geben, um von ihrem geliebten Ehemann und Vater Abschied zu nehmen. Wir trauern um Klaus Teuber, der mit seinen preisgekrönten Spielen Millionen von Menschen weltweit begeisterte. Möge er in Frieden ruhen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Schreiben Sie auch gerne einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank.